Macht. Warum ist der im Boys Room? Ja, warum nicht? Also, da geht er nicht runter. Da stirbst du, da fliegst du die Treppe runter und brichst das Knack. Antel, jetzt. Ja, das will ich doch. Wie platziere ich das hier mit F? Es geht aber nicht. Das ist. Nein, das Ding ist du! Du bist gerettet nicht! Du Scheiße! Das ist mein Gesicht! Zeig dich! Susan Brown! Weißt du, wie du hinten in der Kiste rumpelt? Bitte lass mich da nicht mehr! Du musst da aussehen! Ist da jemand? Da wo du jetzt hingehst, da waren wir schon. Oh mein Gott, du verf***te Sch***, Alter! Ich hab mich gerade erschrocken, es fuck. Warum machst du sowas? Wo seid ihr? Zeig mir mal deinen rechten Hoden. Geh weg, bitte, ha? Zeig mir... Hör auf damit! Wo bist du? Hey, oi! Du mal die Goschen heute da draußen, sonst komm ich gleich mal raus, du kleiner Zipfelklatscher. Hallo! Oh, endlich, es flackert! Alles blau, die Doppel steht da! Ich hab eingesperrt da drin! Ich hab da drin eingesperrt! Offenbare dich! Ich glaube, die hat gerade ein paar geile Stunden mit dem Vibrator. Bist so ein blödes Stück Scheiße. So, ich will nichts sagen, aber das wird verstehen. Willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Entschuldigung, ich habe eine Kritik. Man hört sie noch. Man hört sie noch zu gut. Das klingt authentisch, du kannst fast da arbeiten. Big Mac Menü mit einer Cola. Dann hätte ich gern einen Fischmeck. Fischmeck, unsere Fischmaschine ist kaputt. Kann ich direkt nehmen? Ich hätte gern aber einen Fischmeck ohne Gurken. Unsere Fischmaschine ist kaputt, bitte was anderes. Ja, dann hätte ich gern einen Chicken Burger. Gibt's nicht. Dann hätte ich gern einen Big Mac. Gibt's nicht. Einen Chicken. Big Mac und Chicken Maschine auch kaputt. Wir haben nur noch Cheeseburger und Apfeltaschen. Ja, dann kriege ich eine Apfeltasche, einen Cheeseburger, einen Hamburger und einen Fischmeck. Geht nicht, Fischmeck ist. Die Fischmaschine ist kaputt. Ja, aber was haben sie denn sonst? Wir haben Eis. Eismaschine läuft. Na, und was. Ich meine was Warmes. Ja, sie. Und ausgenommen? Ja, mich. Na, also dann hätte ich noch gern einen Cheeseburger, noch einen Cheeseburger. Wollen Sie auf den Cheeseburger Käse oder wollen Sie einen Cheeseburger ohne Käse? Das muss ich auftippen. Mit ohne Käse. Da fährst du rein. Dann hätte ich noch gern Gurkerl. Ich kackte zu viel. Die Maschine ist kaputt. Ohne Gurkerl. Ja, das ist schlecht. Dann nehme ich noch zum Abschluss noch einen Fischburger. Fischmaschine ist kaputt, das letzte Mal, ich kann kein Fisch. Okay, was haben Sie sonst im Angebot? Nix, ich war alles in die ganze Karte durch. Ja, dann nehme ich noch einen Hamburger und einen Chickenburger. Ja, und einen Fischburger. Chicken und Fisch ist beides kaputt. Ja, brauchen Sie mich ja nicht so anschreien, habe ich nicht gewusst. Nicht kaputt, ja, dann, nicht kaputt ist die, ja, zum mich mal ja kaputt. Brauchen Sie mich nicht so anschreiben, dann nehme ich einen Apfeltascherl und einen Fischburger. Apfeltascherl, Fischburger. Bitte fahren Sie vor zum letzten Fenster, wir haben nur eins, aber bitte fahren Sie vor. Haben Sie noch einen Gartensalat für mich? Gartensalat, wir haben noch einen Gartensalat. Das mache ich Gartensalat aber noch ein Jahr. Aber bitte den Gartensalat mit den Gurkerl aus der Maschine. Okay, dann mach 45.000 Euro. Oh Mann, das ist nicht immer. Das ist der Herr Kollege, er imitiert sich gerade selber ja, aus. Wie ein ja, Entschuldigung, nur, ich muss ja auch immer einen Job machen, na, irgendwo. Herr Kollege, kann sein, dass Sie ein zügiger Fahrer sind? Ja, ich bin sehr konzentriert. Sehr konzentriert? Ja, sehen Sie, wenn Sie mit mir rein, dann haben Sie den Salat, bitteschön.
Okay, was fanden Sie zusammen, Herr Kollege? Ja, nicht reden mit mir, ich bin sehr konzentriert, Gott Herrn. Schnell wie der Wind. Ja, schnell wie der Wind. Herr Kollege, es zirkt ein bisschen in dem Auto. So Leute, redet eine Runde. Der weiß, dass wir nicht gerade überhaupt überlegen. Die USA Force! Das ist jetzt nicht negativ gemeint. Wie heißt du bitte? Zucker. Ja gut, ich bin der Herr Hartmann, sehr erfreut. Bist du auch hart? Ich bin richtig hart. Also ich bin der härteste, den es gibt. Der härteste in Polen, den du kennenlernst. Ich habe immer Dietrich dabei. Immer. Muss ich mal gucken. Ey, das war nicht so gemeint. Warum bist du so schweinisch? Was soll denn das? Ja, 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 klar doch, ich warte hier irgendwo. Ich setz mich dann in die Palme oder in die Pflanze dann, kein Problem. Brauchst du einen Kaufvertrag oder? Daher, wir haben auch Bänke, gell? Nein, ich setz mich dann in die Pflanze, das mag ich lieber hier drin. Okay. Guten Tag, ja, bitte. Grüß Gott, hallo. Ich möchte bitte mich. Ich hätte eine Beschwerde an Sie für Ihr inkompetentes Handeln als Police Officer. Bitte. Und zwar, schauen Sie mal, was Sie hier verursacht haben, ja? Dieser Traffic Stop angeordnet worden, so, und mit wegen diesem Traffic Stop wären wir gerade fast da hinten denen in den Arsch gefahren, gell? Ich sehe da keinen Traffic Stop daher. Wollen Sie mich? Also, sie, bitte, na, komm, ganz ehrlich, na, besseres das lassen wir uns gar nicht gefallen. Sie, na, das nächste Mal da bitte, dann also, kriegen Sie wegen Missbrauch dieser Rufnummer. Sie haben ja gerade einen Notruf angerufen, Herrn, unglaublich. Schnell aufgelöst. Hä? Was war denn hier? Da ist doch nix. Da war nie was, Leute. Habt ihr da was? Nö, also da war nie was. Ah, Führerscheinabnahme, hä? Onnigen vor, verdächtiger BMW X6, Mörder Crash. Steigen's aus, Jens. Wo genau? Aus, Jens. Warn's doch. Was ist denn falsch mit denen? Geht's dir noch gut? Bigos, geht's dir noch gut? Nicht, dass das Auto sich damit spawnt. Ich schau nur mal, wo er sich gerade befindet. Okay. Ja, das gibt einen Klassenbucheintrag. Das hab ich jetzt gesehen, Herr McMuff. Also, du bist so dumm, Alter. Ja, ja, ich hab zugeguckt. Oh, was? Ja, ja, ich hab zugeguckt. Du bist doch, krieg ich jetzt von dir $10 fürs Zuschauen. Weil nein, ich krieg von dir $10 fürs Zuschauen. Das krieg ich nie wieder aus dem Kopf. Ja, ohne Scheiße, das krieg ich nie wieder aus dem Kopf jetzt. Ich krieg das auch. Ey, so. Ich hab telefoniert. Ey, das spectate ich einmal, um zu gucken, wo der ist. Dann seh ich sowas. Ja. Der hat, also jetzt verstehe ich das mit Seife nicht fallen lassen bei euch, ne? Was? Kino unboxen. Ja. Bitteschön. Dankeschön. Immerhin kriege ich das. So, ich bin jetzt... Ich kann nicht mehr. Digga, ich würde nicht noch so sehr froh, dass er jetzt auftaucht. So, ich... Ich will das sagen, wird, ey, das wird so, da, der Scheiß jetzt sowas von geklippt und auf TikTok gestellt. Ich sehe das schon. Was? Ja, was? Ich hab meine GoPro an. Finde ich gut. Das hat jetzt 10, das haben 11.000 Leute gesehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das geht nicht gut. Alter, da schallert's mir das Wurzelchakra. Oh mein Gott. Oh. Was passiert hier gerade? Hilfe! Ah! Ja! Yeah! Sag mal, hat da wer hingeschissen? Bitte? Hat da wer hingeschissen? Wie kommen wir uns auf sowas? Die Fliegen kreisen und die schauen mit. Ich muss Ihnen jetzt einmal was erzählen, deshalb bin ich heute ein bisschen gereizt. Ich habe letzte Woche eine alte 80-jährige Oma überfahren und hab's am Straßenrand liegen lassen. Was ist halt? Ich meine, eigentlich ist es nicht lustig, aber das Problem ist halt,
Aber es hat doch Klasses liegen. Mit den 40 plus, die alte Uhr. Es belastet mich heute noch, ne? Es belastet einfach. Oh mein Gott! 40 plus. Alter, ich kann nicht mehr. Ich mein, es weiß kann ich liegt beiseite dort, ne? Und. Weißt, ich bin ein bisschen grantig, weil du auch so alt bist, ne? Und. Wie gesagt, das nackt schon, wenn ich dir. Das nackt halt dann einmal, wenn man so alte Oma umfährt. Das ist halt. Jetzt liegt es halt am Straßenrand im Gemüsebeet, aber was willst du machen? Überfrag. So hat der einen Freund gehabt. Was? Das war ein Bonisch, nicht? Alter, ich kann nicht mehr, das ist so. Wunderschöner Name, wirklich, für eine Frau. Angelika Wurst. Die kennt sie mit mir. Alter, ich weiß ja, aber heute kann ich einfach nicht mehr. Oh, die kennt sie aus. Bitte was? Und mein Sohn, der heißt im Vornamen Kinder. Wie Kinder mit Vornamen? Achso, Kinderwurst oder was, okay. Ich bin nackig, ja? Ich bin komplett, ich hab nur ein Fell. Ich sitz nackig hier. Weißt du, was das Traurige ist? Ich könnte theoretisch wirklich nackig streamen und keiner würde es merken. Wenn das in Ordnung ist, dann lassen die eine Geisel frei. Ja, wer sagt das, dass ich nicht nackig streame? Hey, nicht. Ich werd grad ausgezogen, ich werd grad sexuell belästigt bei dem Stream, geh weg. Auswählen konntest, den es noch nicht gegeben hat, ja? Sprich zum Beispiel, Andel ist ein. Ja, guck dir das an, Alter. Das ist das Arme. Ist ja was Andel nicht weiß, was ich kann. Okay. Schau ihn dir an. Ich geh mal schnell was zu uns Bildschirm putzen, weil das triggert mich hart. Scheiße, ist das von oben bis unten sauber da. Warte mal, Leute, ich will das jetzt hier live putzen. So. Bist deppert, weißt du, was mir passiert ist? Weißt du, was mir passiert ist? Ich bin in den Raum eingeflüchtet, wo sie entsprungen ist. Hat sie mir im Schlafzimmer dort zusammengehauen. So. Aber wisst ihr was, dadurch, dass ich jetzt sowieso dead bin, halber, sieht mich Andel jetzt? Der Heisel bist du. Kann er mich sehen? Hä? Kann mich Andel sehen? Bist dein Fui-Heisel. Warum kann mich Andel sehen? Hallo, wo ist der? Ist er da drin? Mann, bist du taub? Hörst du den Funk nicht? Ist er da drin? Hallo, ist er also da drin? Also in der Beziehung weiß ich, wer die Hosen anhat. Na, ist er da drin? Da halt die Pappen, Alter. Auf das geht sie nur aus mit dem Tank. Weil auftanken werde ich das dann. Ui. Auftanken werde ich das Ding hundertprozentig nicht. Das ist der Sound of Spinde. Mich hat sie auf die Schnauze gelegt. Ich bin gegen die Wand gefahren. Das schafft auch wieder nur Kevin Hartmann, oder? Dann wünsche ich Ihnen schön auftauchen. Ich wünsche Ihnen ebenfalls noch einen wunderschönen Urlaub. Schauen Sie, dass Sie Ihre Freundin aus dem Norden vielleicht nicht immer anschreiben. Ja, ne. Weil man muss auch manchmal abschließen mit dem, was man hat, ne? Ja, klar, ne. Oder BTW mit dem, was man nicht hat. Ne. Der hat gesessen. Ja. Okay, dann wünsche ich Ihnen schön auftauchen. Ne. Gut, dann breche ich einmal den aus. Scheiße, ich hab nur Waffen dabei. Jetzt habt ihr mich, ne? Wo bis vorher noch Quartzgeld dabei gehabt. So. Und Weed. Ich hab noch Spielchips dabei, ihr könnt auch nicht mehr. What? Also was lustig wäre, irgendjemanden random die Waffe unterstecken, Miami. Der sich noch anzieht.
Stell dir vor, dass wir da. Guck mal auf Instagram! Was ist da, hä? Wer auch immer gegen mein Dienstauto getreten hat, vorbei, Kost. Ich soll die Hölle kriegen. Das sind meine Kosten. Wer auch immer gegen mein Dienstauto getreten hat, ich soll die Hölle kriegen, Alter. Das ist. Ah, für den Geldtransporter. Sollen wir den alten Trick machen? Was ist das eben? Nein, ich sehe schon wieder. Geh weg! Servus. 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 Ich wollte gerade blitzen gehen, aber die halten sich alle nach die Regeln. Nach oder an die Regeln? Nach die Regeln. Nach die Regeln? Mhm. Habe ich jetzt so erfunden. Achso, okay, ja, verstehe schon. Ne? Ich schreibe meinen eigenen Duden nämlich gerade. Achso, Ihren eigenen? Ich nenne ihn Mixtur aus Deutsch und Duden, nämlich Guden. Für den Guden? Mhm. Oh, perfekt zurückgekommen. Mir ist gerade die Cola durch die Nase, weil das so lustig war. Alter, wie das brennt. Ja, ein oh, das zwiebelt. Begangen haben sollen. Was hältst du davon? Ja, Netflix gucken auf der Couch und ein bisschen Hüttenkäse zusammen verspeisen, wir zwei. Hüttenkäse? Ja, wir zwei. Nicht so meins. Nicht so? Nee. Was hast du in Hamburg? Vielleicht auf dem geilen Tilsit da? Oh, hat eine Füße, ja, ich kann noch Tilsit. Mit Schlagsahne. Ach, mit Schlagsahne? Kann ich dich damit dann einschmieren? Ich weiß nicht. Bist du vom anderen Ufer? Nein. Schade, ich auch du? Nicht. Ich auch nicht, nicht schade, wollte ich gerade sagen. Nee, ich auch nicht, leider. Nur wenn er sagt, aufpassen wegen dem Tattoo. Ja, schau! Ach, schau, wer da ist! Ach, knack! Es knackt schon wieder! Halt's Maul! Der Nussknacker, ja, halt's Maul! Ja, was? Ist doch schön. Hallo, mein Schweizer Freund. Ich lass dich gerade. Ich kann dich leider nicht hören, was sagst du zu mir? Wie hast du mich gerade genannt? Hä? Wie hast du mich gerade genannt? Dario, es knackt sich aber dir gerade, gell? Es knackt. Knackt's gerade bei dir an der Stimme? Ja, weil es knackt. Danke. Dann, ciao. Ciao. Da ist dein Vorder. Hallo? Oh nein, hallo, oh nee. Hallo, Sohnemann. Hallo! Servus. Weißt du was? Wir machen gerade den Enkeltrick, Betrüger! Echt? Das ist so klug. Okay. Wir machen den Enkeltrick. Ja, Enkel. Aber lustig. Hast du ihn dazu angestiftet, oder was? Ist doch nicht. Weißt du warum? Ja. Das ist so lustig. Er gerade ganze Zeit so, schade Opa, und ich bin noch nicht mal hingerannt, hab gesagt, hallo Opa, ich brauch mein Taschengeld. Und auf einmal er so, schade Opa, und dann so, nein, das ist ja dein Vater. Und ich so, hallo Opa, und dabei warst du wirklich mein Vater. Oh, lustig, oder? Du, Marvin. Ja? Musst du koksen? Nö. Ich hab ihn aber Beruhigungstabletten gegeben. Und was machst du so? Ich glaube, ich glaube, er ist kein guter Einfluss, kann das sein? Wer? Er? Ja, er. Ich bin der Beste. So, nur weil ich einen Enkeltrickbetrüger mache? Ja, Enkeltrickbetrüger. Ich hab schon gesagt, ich hab da gar nichts gemacht. Ja, müssen wir gucken. Gut. Na gut, ich würde dir Bescheid geben. Erst schrei nicht so da hinten. Na gut. Ja, du bist Entschuldige, mein Sohn ist. Alles gut. Mein Sohn habe ich gerade am Hauptplatz getroffen und der ist komplett durch. Nee, du vorher weißt, wer da war? Wer war denn da? Dein Bub war vorher da, die Kreuzung. Ja, ich weiß, der was war. Was hast du mit deinem Buben gemacht? Der sammelt Kirchensteuer. Ach so, ja, habe ich ihm beigebracht vorhin. Du hast ihm beigebracht, Kirchensteuer zu sammeln. Oder umgekehrt. Was ist der Highscore, Marvin? Keine Ahnung, was ist auf Reddit? Nein, Reddit ist keine Pornoseite. Bitte was? Reddit! Schau, der Andel, schau, wie er rumandelt. Entenkönig? Ja. Ah. Entenkönig Andel? Oh ja. Okay. Oh nee. Oh nein. Das ist jetzt aber scheiße. Oh nein. Ach. Hi!
Ich habe gerade meinen Dosensack, bin ich gerade drüber, weil die Katze raus ist und ich der ausgewichen bin und jetzt bin ich auf den ganzen Dosensack, den habe ich jetzt ausgeleert. Geil! Jetzt sind die ganzen Dosen auf dem Boden! Und da ist jetzt Scheiße auf meinem neuen Sessel drauf. Dann viel Spaß im Zelt drin. Machst du mal im Schlafsack? Ich bin kein Mann. Oha, was soll das heißen? Männer masturbieren viel mehr als. Bitte was? Was hab ich da gerade gehört? Bitte, was hab ich da gerade gehört? Ihr sagt aber nix. Ihr Männer habt es einfacher wie ihr Frauen. Geh in dein Zelt. Ich will nicht wissen, was du in deinem Zelt machst. Alles okay. Gut. Geh einfach ins Zelt. Will sie wissen. Ach, kurz habe ich das halt nicht mitbekommen. Also die Waffe wurde mir zugesteckt. Ach, und das Kusch auch und das Meth wurde mir alles zugesteckt. Boah, aha, okay. Ja. Dabei. Das Meth ist wirklich nicht meins. Und das Kusch auch nicht. Und das Schwarzgeld auch nicht. Ja, sag ich ja. Ach, und die Waffe, die habe ich gefunden. Und die Star. Die dürfen sie mir nicht ab. Doch dürfen sie, scheiße. Ah. Kann man ihnen helfen? Ich bin eigentlich da, um ein Auto zu erwerben. Hätten sie eins da? Ein Fahrzeug, ja, um was für eins geht's denn? Ja, eins mit vier Rädern, mit dem ich fahren kann. Okay, ja, das sind schon mal richtig. Eins mit einer Karosserie auf jeden Fall. Also ich will kein Auto ohne Karosserie. Lenkrad kann ich Ihnen auch noch anbieten. Bremsen eins mit einem Lenkrad, ja. Noch. Ja. Und Reifen muss es halt haben, ne? Motor soll es auch haben, oder? Nee, ja, mit Treten. Mit Treten, bitte. Mit Treten, okay. Mhm. Also mit oder ohne Treten am Spielplatz? Ja, natürlich ohne. Mhm. Okay, ja, dann ohne Treten, bitte. War die einzige Möglichkeit, dass wir irgendwie seinen. Da habe ich keine Ahnung. Ha! Oh, aber ich. Ich will nicht wissen, was die da gerade gemacht hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay, ich will nicht wissen, was die da gerade gemacht hat. Ich schwöre, ich habe gar nichts gemacht. Sind wir froh, dass wir hier nicht nackig werden können auf RLO, weil dann wäre das Video jetzt schon gesperrt. Es war nichts. Die haben hier gerade. Die hat gerade Dehnübungen gemacht auf ihrem Sofa. Oh, mein Pimpi guckt raus. Sieht so aus. Bitte was? Wo guckt wer raus? Mein Pimpi guckt raus. Nicht hingucken, wenn sie reinkommen, bitte. Du bist ja ein Volldepp, oder? In dem Ausschnitt, weil du so einen fetten Ausschnitt anhast. Guck dir das an. Und du schlagst ihn nicht? Ja, was? Ah! Oh mein Gott! Guck mal, dieses guckst du nicht auf die Straße? Ich hab auf seine Boobs geguckt, tut mir leid. Wieso machst du das? Weil ich gucken wollte! Das Schusslöcher in meiner Weste. Einschusslöcher, genau. Also zumeist habe ich die Tippfehler aber drin. Feststellen, ja genau. Das meine ich. Weil er sich dort versteckt hat, so. Ja, ich danke. Sollte jeder so bestätigen. Ich habe gehört, dass das Mädchen da ganz viel Birnen und Erdbeer wegessen und dann lassen die aber die blöden Sorten übrig für einen. Das ist voll doof. Ich habe gehört, dass jeder eine Packung gehabt hat und der Herr hat halt noch zwei Marillen übrig bei seiner Scheißpackung und die Dame hat ihre eigene Packung natürlich gegessen. Ach so, es wusste ich nicht. Habe ich gehört. Kann das sein, dass ihr da irgendwie gerade eine Meinungsverschiedenheit habt? Nein, hier wird nur eine Dame beschuldigt, dass sie was weggegessen hat, obwohl es ihre eigene Packung war. Und er lässt die blöden Sorten selber üben. Au, Mann. Uli, au, Mann. Ich mach jetzt auf. Ja, mach auf die Tür. Ich mag vorne sitzen. Ja, steht auf. Ja. Ah, geht doch. Hallo. Super. Polizei, oder? Ja, der will den Tag heute mit mir verbringen, hat er gesagt. Er fährt gerade mit mir auf die Kirmes, glaube ich. Wollt du ich nicht, ich muss. Wer ist eigentlich Angelika Buschmann? Warum ist sie da als Prostituierte eingetragen? Das ist eine nette Dame, die kenne ich. Komm mit. Was ist eine Prostituierte?
Eine Prostituierte ist eine junge Dame, oder meistens eine Dame im mittleren Alter, meistens ausländischer Abstammung, und die macht eine Dienstleistung für den Kunden. Erklärt dir, dass die Scherze. Wenn ich mein Regal von Ikea nicht zusammengebaut habe, kommt ihr dann auch vorbei? Ja, aber das Regal, das wird dann nicht mehr repariert, sondern eher noch mehr zerstört, verstehst? Da kennt sich wer aus, gell? Da kennt sich wer aus. Da kennt sich wer aus. Wir haben nur ein Kind zusammen, mehr nicht. Ach so, da, ey, schau mal, davon wusste ich doch gar nichts. Hauptsache, ich, weißt du, Hauptsache, ich habe mit offenen Karten gespielt mit, ich habe einen Sohn. Ich habe einen Sohn. Das wusste ich nicht. Ich hab das erst später erfahren. Ja, natürlich, erst später erfahren. Du hast später erfahren, dass du ein Kind hast. Ja, ja. Ich hab das später erfahren. Wirklich, ihr seid so lost. Sind sie verletzt? Mir geht's besser, wenn sie weggehen. Bist du eigentlich? Aussteigen und schießen, oder? Ja, hol du. Oh, Gewinke! Nicht mal liebt oder sowas, der kann nichts dafür. Die Trolli ist zu sauer. Trolli ist zu sauer. Du musst ein Trolli-Gummibärchen. Was ist sauer? Die Trolli ist zu sauer. Die Salzscheinwand zu salzig. Ja. Die Erdnussflips zu salzig gewesen. Ich kann nicht mehr, Bratan. Am Edeka dann bei der Kasse mit diesen vollgefetteten Dinger gibt er dann diese Packung zurück, weißt du, ends mit. Ich wusste gar nicht, dass der Alltag so viel Salz dran hat. Hier, stopp. Du hast das Stockzucker, das ist ein Flauchstoff. Wie hoch ist denn noch beim Auto? An der Wand. Schau mal da, siehst du das da? Da war gerade so ein Loch in der Wand, da hat gerade so ein bisschen was von deiner Weste rausgeschaut, gell? Wir sind gar nicht da! Also, wir sind schon... Ich bin eine Biene! Es war ein Flachdach! Es war ein Flachdach! Ach, in der Werkstatt, ich hab ja, schon komm mal ins Maul, Digga! Ja! Es geht! Es klappt! Oh mein Gott, es klappt! Habt ihr gerade gesehen, das Ding in der Ecke? Okay. Und ab und zu, oh, da ist... Ja, unterhaus eigene Folter. Ja! Und? Gefällt's Ihnen? Ganze 5 Minuten Code verbracht. Kann ich auch das ist grauenhaft. Warum ist das grauenhaft? Den Leuten gefällt's. Du musst es weg, bevor es Eier legt. Kennt ihr schon, wollt ihr ein Plunderstück? Warum soll ich ein Plunderstück haben wollen? Da eine Maulschnitte? Der Arme. Probiert's einfach mal. Tschüss! Tschüss! Hallo, wir sind da. Wollen wir das Dach auch nur sauber machen? Wir machen das Dach auch nur sauber, komm. Wir machen das Helipad nur sauber. Hallo. So, hier machen wir auch nur was sauber. Das Helipad gehört auch mal sauber gemacht. So, fahren wir hier mal durch. So. Ich bin gerade mit einer beschissenen Kamerastelle hochgekommen. Stell dir mal vor, du bist Patient und kriegst eine Narkose und wachst auf. So. Das klappt. Oh. What the fuck? Was ist denn mit dir? Was soll es sein? Das war aber gerade kein SpongeBob. Doch. Nee. Was dann? Das weißt du schon ganz genau, was es gewesen ist. Karl Heinz. Pufferbälle in grün. Lila. Hallo, was läuft denn da jetzt? Ja, jetzt weiß ich gerade, warum du nicht geantwortet hast. Ja, ne, natürlich warst du nicht. Blau? Amy, hör doch auf, was machst du? Ja, nur probieren. Schau mal deinen Busch, das schaffst du schon. Ey, glaub mir, das schaffst du. Du hast verheilt, mach keine Sch. Schau, ein schöner Backflip. Das war mein Kopf anschlagen. Hast du jetzt wehgetan? Guckt sich an. Schau, unser Stuntspringer, unser Schweizer Stuntwurst. So wird jemand behandelt, der erste Mitarbeiter hier war und den Arsch aufgerissen hat für die Firma am Anfang alleine. So wird man behandelt dann. Das ist der Dank dafür. Der
Chat, ein Nussknacker mit Nüssen, der auf seine Nüsse fällt. Ja. Ja. Ja, das ist jemand, der braucht Schwimmflügel beim Fahrradfahren. Die Schwimmschwüfel. Habt ihr das eigentlich eben gehört? Der Polizist hat gesagt, dass ich schon bevor er behindert war. Ja, warst du. Das ist so eine Frech. Was? Ja, das ist natürlich ein Schädel. Also wenn der Chef das schon sagt, ja, ey, aber findest du das nicht auch in eine Behinderung? Du hast ja.